Herzlich willkommen zu Playa de Palma Kompakt. Tag und Nacht am Ballermann. Sind wir wieder losbar? Im Inselfieber. Du bist schon bei der Film. In meiner Aufmische. Winka mit Winterfahrt. Herzlich willkommen zu Playa de Palma Kompakt, Tage nach dem Ballermann. Heute ist Montag, der 17. Juli 2023, 15.06 Uhr bei rund 36 Grad an der Playa de Palma. Ist ordentlich heiß, schön am Brennen die Sonne. Inselmitte ist sogar bis 40, 42 Grad, also das ist dann schon ein bisschen ekliger. Aber hier am Wasser mit dem Wind ist es sehr angenehm, auch wenn man trotzdem schwitzt. Aber so ist das Leben, ne? Wir haben uns das ja ausgesucht, hier zu leben, und so soll es sein. Ja, was habe ich gemacht bislang? Ich war zu Hause, Wäsche gewaschen, die Videos von gestern sind auch schon fertig. Vielleicht gehe ich einkaufen zum Lidl und dann geht es um 17 Uhr in den Megapark. Da ist wieder ein holländischer Artist und dann bin ich mal gespannt, was da los ist. Dann nutze ich auch direkt die Gelegenheit, Uwe zu begrüßen, Kanalmitglied Nummer 8. Schön, dass du dabei bist. Und ja, ich gehe jetzt zum Lidl und dann sehen wir uns im Verlauf des Tages, abends wieder. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Bis später. 16.58 Uhr. Das hier ist der Kollege, der gleich auftritt im Megapark. Kann man es lesen? Ist ein bisschen am Blinken, ne? Gut, da gehen wir jetzt gleich mal rein. 17.19 Uhr. Hier steht immer noch gleich. Das heißt, der Kamerad ist noch nicht auf der Bühne. So sieht es aktuell aus, ja, vom Megapark. Hier drin ist nicht wirklich, hier draußen ist nicht wirklich viel los, aber ich gehe jetzt trotzdem rein und ich hoffe, der Auftritt beginnt irgendwann. Ich habe nämlich auch keine Lust, ewig zu warten. Ne? Thank you.
17:41 Uhr, ja, ich bin jetzt nach 10 Minuten rausgegangen bei dem Auftritt, weil ganz schwere Kost für mich. Ich verstehe überhaupt gar nichts, was der da singt. Die Stimmung ist so lala. Es sind einige Holländer da, aber ich frage mich, wenn die ganzen Holländer weg wären, wo sind die ganzen Deutschen? Liegt das daran, dass ein Holländer auftritt und die keinen Bock auf den haben, oder sind die einfach die ganze Zeit nur am Strand oder am Pool? Also, ganz komisch. Ja, heute Abend kommt noch der Büffel und Easy Glück. Ich schätze mal, da wird es voll sein. Da gehe ich dann heute Abend auch hin und dann kann ich euch auch wieder deutsche Musik präsentieren, die mir gefällt, die euch gefällt, und ja, ja, vielleicht gefällt es ja trotzdem den einen oder anderen, was ich da gerade gezeigt habe. Meins ist es nicht, und ja, ich werde jetzt noch ein bisschen in der Sonne chillen und dann gehe ich Dominik besuchen im Latino und dann geht es wieder in den Megapark zu Lorenz Büffel. 17:58 Uhr, der Strand rund um den Ballermann 6. So, jetzt haben wir 20:04 Uhr, ich gehe mal eben in den Bierkönig bei Frenzy rein und von da aus geht es dann gleich rüber in den Megapark zu Lorenz Büffel. Yeah.
auch hier vorne. Überall sehe ich so ganz, ganz viele hübsche Mädels. Ladies, ihr seht alle überragend aus und ich möchte jetzt einmal wissen, wie viele Mädels heute hier sind, ja? Mädels, aber so, dass die Jungs die Ohren rausfallen, okay? Wo sind die Ladies? Das waren auch Mädels, das waren auch Mädels. Okay, Jungs, ihr seid dran, ja? Wo sind die Männer? Uhr 22, das war Frenzy im Bierkönig. Ich bin jetzt auf dem Weg Richtung Megapark. Eigentlich 8:30 der Auftritt von Lorenz Büffel, aber ich gehe davon aus, der fängt um 9 Uhr an, deswegen habe ich noch Zeit. Ich kann mir noch ein bisschen hier die Zeit vertreiben, beziehungsweise kümmere mich gleich noch um ein paar Videos, die ich für TikTok und Instagram hochladen muss. Und dann gehen wir recht pünktlich rein zum Büffelmann. Na gut, ihr habt mich überredet, ein kleines bisschen Ausblick können wir auch noch genießen hier. Wieder ein bisschen diesig da hinten. Ganz 47, Lorenz Büffel ist noch nicht dran, steht noch gleich und ja, keine Schlange, nichts. Sehr ruhig hier vor dem Megapark. Okay. Hier an der Mauer ist schon was los, aber am Eingang ist halt immer noch relativ ruhig. Ich bin mal gespannt, wie es gleich drin aussieht.
dass ich gar nicht mehr sprechen kann. Der Zug hat keine Bremse. Zug, der Zug hat keine Bremse. Zug, der Zug hat keine Bremse. .42 Uhr, das war der Auftritt von Lorenz Büffel im Megapark. Ja, jetzt habe ich schon ungefähr ein bisschen mehr wie eine Stunde bis zu Easy Glück. Da brauche ich jetzt nicht noch irgendwo hinzugehen, deswegen bleibe ich erstmal hier sitzen an der Mauer vom Megapark, noch ein paar Videos hochladen für TikTok und Instagram. Und mal ein kleines bisschen Aussicht genießen hier, bevor die Sonne ist weg, aber bevor es ganz dunkel wird.
Welche Seite ist denn jetzt lauter?
an. Hier kommt der Gitarre. Die Seite fängt an, wenn ich sage, wie heißt die Mutter von Niki Lauda?
hat mich wieder komplett auf Spur gebracht. Jetzt bin ich erstmal wieder fit und ja. Wo geht man hin um die Uhrzeit? Mal eben ins Latino. Guck mal, da so abgeht. 1 Uhr ist Kreisliga-Legende im Bierkönig. Ja, mal sehen, was im Latino abgeht, wer da ist. Je nachdem kann man ja nochmal in den Bierkönig gehen. Ne? Aber ich glaube, dann ist auch wieder Feierabend, weil ich war heute bei Lorenz, bei Easy. Die Videos muss ich auch morgen noch schneiden, weil ich habe den kompletten Auftritt jeweils gefilmt. Das nimmt dann immer wieder sehr viel Zeit in Anspruch und ja. Warm ist es immer noch, wir haben immer noch so, keine Ahnung, 25 Grad mit Sicherheit. Alles easy, war easy. Also jetzt gehen wir mal eben zu Dominik ins Latino und schauen, wie man da so trifft. Ausmachen besser. Ja. Gegen Ventilator Feuer machen, das ist scheiße. So, hier im Latino wird jetzt Geburtstag gefeiert. Das war Playa de Pampa Kompakt Tag und Nacht am Ballermann. Wenn euch mein Video gefallen hat und ihr mich noch nicht abonniert habt, dann hinterlasst ja gerne ein kostenloses Abo, schreibt einen Kommentar, hinterlasst einen Daumen und folgt mir auch gerne bei Instagram und bei TikTok unter dem Namen Playaholica. Buenos, adios und tschüss. Ab sofort könnt ihr auch Mitglied werden auf meinem YouTube-Kanal Playaholica. Und zwar gibt es da Zusatzinhalte, wie zum Beispiel aus dem Bierkönig, aus dem Megapark, Auftritte von den Künstlern. Alles ungeschnitten, alles uncut. Für den Rest bleibt natürlich alles kostenlos, wie gehabt. Und wer Spaß daran hat, guckt gerne mal rein, schnuppert mal rein. Kündigen könnt ihr ja immer noch, aber so kann ich euch zumindest Sachen anbieten, die ungeschnitten sind. Und ich wünsche euch mit den Zusatzinhalten viel Spaß dabei.